sagen. So, dann langsam mal alle auf ihre Plätze. Ich wollte euch verkünden, dass wir morgen einen Mathe-Test schreiben. Mann, das ist voll fies, es ist doch so schönes Wetter. Ja, und ich wollte GTA zocken. Oh Mann, das geht ja gar nicht. Ach so, ich habe auch noch die Übungsbögen. Cornelia? Ja. Hallo. Aber Frau Schaper, ich habe 10 Rechtschreibfehler gefunden. Das kann doch nicht angehen. Damit wollte ich euch nur testen, keine Angst. Sie sind so... Und so ein bisschen... So, nur noch die Kartoffeln schälen und die Suppe aufsetzen. Hallo. Nehmen wir jetzt eigentlich die Familienroute? Hast du etwa gepupst? So, was nehmen wir jetzt? Ich denke, die Familienroute würde passen. Okay. Ich decke schon mal den Tisch. Mhm. Mann, diese blöde Frau Schaper. Ja, ich habe es gestern gelernt. Oh mein Gott. Ja, kann ich verstehen. Bis morgen. Bye bye, ihr Loser. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh nein. Alles gut? Ja, klar. Und, schmeckt es euch? Das ist voll lecker. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Ich hole schon mal die Fahrräder. Habt ihr noch Hausaufgaben auf? Ja, leider. Ja, dann macht die mal und kommt dann raus. Endlich fertig. Ja, ab nach draußen. Mhm. Ab zum Ausflug. Okay. Lara, alles gut? Ja, alles okay. Lass uns weiterfahren. Ich gehe noch einmal zu den Kindern. Ich rutsche. Wie geht es euch? Super. Das ist gut, Mann. Dann fahren wir jetzt noch zur Eisdiele. Gelati, Gelati. So, da sind wir. Könnt ihr bitte ein Eis? Nee, wisst ihr, wir sind nur hergekommen, damit Papa und ich uns ein Eisrollen stopfen können, während ihr zuguckt. Natürlich kriegt er ein Eis. Oh nein, oh nein, hier ist das Gewitter. Mist. Ihr solltet lieber schnell hier weg. Es ist sehr gefährlich hier bei Gewittern. Oh nein. So, hier bauen wir uns jetzt einen Unterschlupf. Okay. So, dann gehen wir jetzt alle mal auf Stöckersuche für unser Holzzelt. So, endlich hat der Regen aufgehört. Wir können endlich alle schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Endlich ein leckeres Frühstück. Ich habe so Hunger. Das Beste an dem Ausflug ist aber immer noch... Der Kuchen. Nein, ich finde, das Beste ist, dass der Mathe-Test ausgefallen ist. Ihr schreibt einen Mathe-Test? Ja, jetzt gerade eigentlich. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bitte verirrt euch nicht im Wald wie wir. Und dann bis ganz bald. Schöne Grüße, Familie Schönheit.